Am Samstag steht beim Wetter so einiges an. Im Fokus sind Sturm an den Küsten, eine Kaltfront, die in der Nordhälfte teilweise kräftige Gewitter bringt und Unwettergefahr im Süden und Osten Deutschlands. Damit hallo hier bei Wetter Online. Um bei diesen ganzen Ereignissen nicht durcheinander zu kommen, behandeln wir am besten eins nach dem nächsten und fangen erstmal hier am Samstagvormittag im Wetterradar für die Nordhälfte an. Da sieht nämlich alles noch relativ ruhig aus, aber wir sehen eben schon aus Westen und Norden Schauer und einzelne Gewitter, die sich nähern. Im Laufe des Nachmittags breiten die sich weiter ostwärts aus. Dabei werden sie kräftiger und besonders im Fokus stehen hier die Regionen vom nördlichen NRW bis nach Schleswig-Holstein. Neben einigen Gewittern spielt da auch vor allen Dingen der Wind dann eine ziemlich große Rolle. Kurzzeitig können an der Kaltfront nämlich auch mal Sturmböen mit dabei sein. Gegen Abend erreichen die Niederschläge der Kaltfront auch die Osthälfte. Dort wird es dann ebenfalls kurzzeitig mit Gewittern und Sturmböen turbulent. So, und jetzt alles nochmal auf Anfang, nur mit Blick in den Süden Deutschlands. Hier geht es dann vor allen Dingen um Baden-Württemberg und Bayern. Die starten den Tag nämlich richtig sommerlich und sonnig, aber dieser Eindruck trügt eben, denn auch hier nähern sich dann aus Westen einige kräftige Schauer und Gewitter. Hauptgefahren dabei sind Hagel und schwere Sturmböen. Das Unwetterpotenzial ist vor allen Dingen am Nachmittag und Abend im Süden und Südosten Bayerns hoch. Es kann sich aber auch noch weiter Richtung Osten ausbreiten. Bei all den Gewittern und dem Unwetterpotenzial möchte ich aber wirklich nochmal betonen, dass es längst nicht jeden, nein, sogar eigentlich nur die wenigsten wirklich betrifft. Und das ist natürlich auch gut so. Jetzt schauen wir uns aber nochmal das dritte Ereignis des Samstags an, nämlich die Sturmgefahr. Während es ja vorher in Schauer- und Gewitternähe schon ordentlich zur Sache gehen kann, nähert sich der Ursprung der ganzen Turbulenzen, ein Tief über der Nordsee. An dessen Südseite sind schwere Sturmböen, im schlimmsten Fall auch Orkanböen dabei. Vor allen Dingen am späten Nachmittag und Abend fegt der Wind dann mit 70 bis 100 Kilometer pro Stunde an die Küsten. Mit jedem Kilometer landeinwärts werden die Böen aber schwächer. Wichtig ist bei dieser Sturmgefahr vor allem für Campingurlauber nochmal alles richtig gut abzuspannen, aber generell natürlich in der Region gut aufzupassen, denn die belaubten Bäume, die können leicht bei solchen Windgeschwindigkeiten umstürzen. Das heißt, am besten immer das aktuelle Wetter und die aktuellen Warnungen im Blick behalten. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.